Warum haben Männer Brustwarzen? Am Anfang entwickeln sich alle Menschen gleich. Das heißt, wir alle haben schon Brustwarzen, bevor wir Junge oder Mädchen werden. Um das genau zu verstehen, gehen wir zurück zur Befruchtung. Alles Leben entsteht aus etwas ganz Kleinem. In den ersten Tagen und Wochen ist erstmal Zeit für die wichtigen Dinge. Nach 6 Wochen bilden sich aus der Haut die Anlagen für Brustwarzen, die Milchleisten. Hieraus entstehen bei Säugetieren die Zitzen. Beim Menschen sind das die Brustwarzen. Je mehr Nachkommen ein Säugetier kriegt, desto mehr Zitzen bilden sich. Bis zur 7. Woche entwickeln sich Männchen und Weibchen nach exakt dem gleichen Plan. Die Informationen für das Geschlecht ruhen in den Chromosomen. Nur eins von den Chromosomen bestimmt, ob ein Mensch ein Mädchen oder Junge wird. Mädchen haben ein X, Jungen ein Y-Chromosom. Dieses kleine Y-Chromosom macht den Unterschied. In ihm stecken die Erbinformationen für die Hoden. Und diese produzieren Testosteron. Das Männerhormon unterdrückt die weiblichen Merkmale. Der Embryo entwickelt sich zum Mann. Die Brustwarzen sind dann aber schon da und bilden sich nicht mehr zurück. Auch in Zukunft werden Männer Brustwarzen haben, obwohl diese keine Milch geben und damit keine wichtige Funktion erfüllen. Der Grund? A. Die Brustwarzen sind tief in der Entwicklung verankert und B. Es gibt keinen evolutionären Vorteil, auf sie zu verzichten. Moment, Moment, Moment. Ich weiß, ihr wollt zum nächsten Video, aber wie wäre es mit einem von diesen beiden hier? Ich glaube, sie könnten euch interessieren. Falls euch dieser Kanal interessiert, gerne hier oben kostenlos abonnieren. Und wenn ihr wirklich nichts verpassen wollt, unten auf die Glocke drücken, dann kriegt ihr nämlich auch Benachrichtigungen, wenn ein neues Video kommt. Das passiert nämlich jede Woche. Und das war's auch schon. Ich lasse euch in Ruhe. Bis bald.